Willkommen mit dem Test des HTC One Mini, das wir hier in Silber bzw. Weiß vorliegen haben. Das gibt es auch in Schwarz, vielleicht bald auch mit mehr Farben, denn das Größte kennen wir ja schon mittlerweile mit, ich glaube, Rot und Blau haben wir sogar auch schon gesichtet. Und wir sehen können, wir haben 13:37, was die Lead-Zeit ist, und wir werden euch kurz das Gerät natürlich demonstrieren und ein paar Features erklären bzw. unseren ersten Eindruck dann entsprechend auch schinden, den wir in den letzten Tagen hier uns bilden konnten. Wir haben hier ein 4,3 Zoll Gerät mit abgespeckten Daten im Vergleich zu dem HTC One, deswegen kostet es auch nur 450 Euro in der UVP, und im Online-Shops könnt ihr es schon für 400 Euro aktuell, glaube ich, sogar vorbestellen. Wir sehen können, wir haben auch hier wieder das HTC Blink Feed, heißt, wenn ihr das Gerät anmacht und unlockt, indem ihr einfach hier das Wetter in dem Fall jetzt so nach oben zieht, seht ihr hier, wir haben über Facebook, Twitter und auch noch andere Möglichkeiten, wenn wir entsprechend auswählen, welche News wir haben möchten, hier die Möglichkeit, ein paar Bilder uns anzuschauen und sofort alle Infos von unseren Freunden, Bekannten und auch anderen Sachen hier aufgelistet zu haben. Sehr schön, wird man allerdings auch ausschalten können mit der neuen HTC-Version. Wie ihr sehen könnt, Highlights kann ich entsprechend auswählen, welche das sein sollen, und auch editieren ist ganz einfach, beziehungsweise suchen könnt ihr auch. So, das werden wir jetzt allerdings nicht machen. Wir könnten jetzt hier entsprechend noch Topics, Services, Settings und Tipps und Helps einstellen. Ich benutze Handys meistens übrigens auf Englisch, deswegen nicht wundern. Weiterhin bei HTC, bei dem HTC One, der Akku ist nicht tauschbar, hat, ich glaube, fast 2000 mA. Wir haben hier eine Home-Taste, eine Zurück-Taste, und die HTC-Taste ist weiterhin keine Taste, aber wir haben Boom-Sound oben und unten hier mit drin. Können wir gleich mal einen Song abspielen über YouTube, um das zu testen, und auch im Vergleich mit dem iPhone zum Beispiel, das ihr hört. Das sind wirklich die besten Lautsprecher, die man bei einem Smartphone immer noch haben kann. Wir haben hier seitlich den SIM-Karten-Slot. Hier kommt entsprechend eine SIM-Karte rein. Ihr müsst dazu nur hier in das kleine Loch hier reingehen, und dann kommt es die Plastikschiene hier raus und ihr könnt die SIM-Karte einlegen. Oben den An- und Ausschalter und Kopfhörer natürlich. Haben wir auch Lautsprecherregler. Jetzt haben wir nicht mehr einen langen Knopf, sondern zwei Einzelknöpfe im Vergleich zum großen HTC One. Und auch übrigens, und hier könnt ihr schon sehen, das Display hat einen wunderbaren Betrachtungswinkel bei einer HD-Auflösung, nicht Full-HD-Auflösung auf 4,3 Zoll. Das ist aber immer noch völlig genug, denn es ist alles immer noch gestochen scharf. Unten haben wir Micro-USB und natürlich das Mikrofon zum Telefonieren. Da macht man mit einem Smartphone zwar nicht mehr so viel, aber natürlich trotzdem mit dabei. Vorne immer noch die gute HD-Kamera und hinten die HTC Ultra Pixel Kamera mit 4 Megapixeln und sehr schöner Bildqualität. Da zeigen wir euch gleich ein paar Beispielbilder bzw. auch andere Inhalte, die wir hier geschossen haben. Ein Blitzlicht und natürlich noch ein Mikrofon für Conference Calls bzw. wenn ihr ein Video aufnimmt, kommt der Sound natürlich normalerweise von vor der Kamera und nicht hinter der Kamera. Ihr könnt schon ein bisschen erkennen, dass ich es ein bisschen in der Hosentasche hatte, denn das Beat Studio ist normalerweise in dem gleichen Plastik weiß hier aufgeschriftet wie hier diese Linien, aber wie ihr sehen könnt, hat sich schon ein bisschen eingefärbt. Das ist ein kleiner Nachteil hier bei dem HTC One, dass alles zwar hier sehr hochwertig ist, aber es ist doch ein bisschen ein Schmutzmagnet in Weiß, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben hier sogar eine kleine Plastikspalte hier schon drin. Heißt, das Plastik oder die Antenne hier zwischen ist wohl ein bisschen schon gebrochen, oder vielleicht ist es auch Absicht, nur der Schmutz ist da auch noch reingegangen. Was auch noch der Unterschied zu dem großen ist, dass wir hier mittlerweile einen Plastikrahmen drumherum haben. Heißt jetzt nicht, dass es sich schlecht in der Hand anfühlt. Es ist eher etwas wärmer dadurch. Die Rückseite und die Vorderseite ist aus Metall, Unibody sozusagen, und dadurch ist es relativ kühl. Vor allem wenn es draußen kalt ist, kann es schnell etwas kälter werden, aber das Plastik fühlt sich recht gut in der Hand an. Ist ein spiegelndes Plastik, also lässt sich auch sehr gut abwischen, sauber halten, und bei dem Schwarzen werden wir dann sehen, wie das gelöst ist, aber wahrscheinlich ähnlich. Und ja, das kann ein kleiner Nachteil sein, wird aber auf lange Sicht nicht auffallen. Dadurch fühlt sich zwar etwas billiger an, aber eigentlich nicht viel. Finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Musste allerdings so gemacht werden, damit die gleiche Form beibehalten werden kann, hat uns HTC gesagt. Deswegen das Plastik. So, wenn wir das Ganze unlocken, seht ihr, wir können hier gleich auf die Kamera zugreifen, den Browser hier auch einfach unlocken.
weiß gar nicht, wofür man das unbedingt braucht, denn normalerweise kann man das auch einfach hier hochziehen. Aber auch hier Messaging und Telefonanrufe können gemacht werden. Das könnt ihr übrigens umstellen, welche Apps ihr hier haben möchtet. Ich gehe jetzt aber mal kurz in die Kamera rein, denn ich glaube, das ist etwas, was HTC hier bei dem One Mini auch wieder sehr gut hinbekommen hat. Eine gestochen scharfe Kamera, die sehr schnell und schön reagiert, und vor allem, wenn wir hier in das Farbspektrum reingehen, dann sehen wir haben sehr viele coole Funktionen, die wir hier auswählen können, vor allem auch teilweise mit noch extra Einstellungen, die wir hier vornehmen können. Hier, das sind teilweise so Sepia-Geschichten, wie ihr sehen könnt, da verändern sich die Farben sehr schön, hier invertiert ein bisschen, dann ja mit so Freaky Colors, etwas blau, Picasso-mäßig. Und wir hatten hier vorne, glaube ich, das hier war es, etwas Cooles, da könnt ihr sogar einstellen, außenrum seht ihr hier alles schwarz und wir können sagen, okay, es soll noch schwärzer werden, ein ganz kleines Loch, was hier wichtig ist, oder vielleicht doch etwas mehr Bildinhalt, auch sehr spannend. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, zum Beispiel Sachen etwas verschoben anzuzeigen. Zum Beispiel, ich habe hier sehr lange Finger jetzt. Da können wir auch einstellen, wie verschoben soll das sein. Warte, ich lege einfach mal hier die Verpackung hier hin, dann sieht man es ein bisschen. Das können wir auch invertieren, indem alles einfach sehr nah dran sein soll und dann entsprechend auch ein cooler Fisheye-Effekt sozusagen. Dann gehen wir hier noch auf eine Funktion, die ich auch ganz lustig fand. Weil das sind normale Bilder, das hatten wir gerade. Verschwommen könnt ihr noch alles darstellen, hier so komischen Pixelfarben. Und genau, hier das mit den, fand ich auch ganz lustig, hier könnt ihr nämlich ein bisschen auswählen, welche Farbwärme es haben soll, eher rot, grünlich das Ganze, bläulich, ist eigentlich auch ganz schick, das ist vor allem interessant, wenn ihr im Freien seid und dann entsprechend vielleicht so einen Sommereffekt erhaschen wollt. Und hier haben wir auch außenrum natürlich diese abgedunkelten Sachen. Dadurch habt ihr so ein bisschen Oldschool-Foto-Effekt und da kann ich euch ein paar Beispiele zeigen. Das war jetzt einfach nur ein ganz normales Bild aufgenommen bei Nacht, könnte man fast schon sagen. Das war abends um 9 Uhr hier im Olympiapark. Wie ihr sehen könnt, auch Lowlight entsprechend sehr schön. Standard nach dem Sonnenuntergang hier in München in der Innenstadt und hier mit meiner Freundin ein paar Fotos gemacht, wo wir einfach diese coolen Effekte hier ausprobiert haben. Kommen wir mal zu einem, wo es vielleicht ein bisschen farbiger ist, zum Beispiel hier, ganz lange Beine, sehr lustig. Und ich glaube, wir können auch ins Album gehen, genau, und dann seht ihr hier, wir können auch ganz normale Bilder natürlich machen, hier von ein paar Dingen, reingezoomt, nicht reingezoomt und so weiter. Das war jetzt, glaube ich, in Budapest ein bisschen. Hier entsprechend auch Beispielvideo, auch hier HD-Videos können natürlich aufgenommen werden ohne Probleme, Fokus ist relativ schnell. Und wie immer bei HTC übrigens auch Zoe-Bilder können erstellt werden. Da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was dazu, was ich auch ganz cool finde, habe ich gerade erst entdeckt. Hier steht noch 70% Akku, beziehungsweise welche Uhrzeit es ist, denn die Spalte oben oder die Leiste oben ist gar nicht da, aber wir können trotzdem sofort sehen, was hier der Fall ist. Und auch Beats Audio könnten wir hier auswählen, beziehungsweise ist mit Beats anscheinend aufgenommen worden, aber nur mit Beats-Kopfhörern könnt ihr entsprechend das normalerweise genießen. Was ich jetzt noch gerade gesehen habe, ist, dass ich eventuell sogar einen Screenshot erstellen könnte hier aus dem Video. Genau, das ist auch ganz interessant, dass man sowas machen kann, und der Screenshot, der ist dann auch gleich hier sichtbar. Und ihr könnt übrigens auch sehen, das ist ein Zoe. Ich schaue mal, ob ich hier reinzoomen kann. Nein. Also das ist jetzt ein Zoe, heißt, die Kamera kann nicht nur Einzelfotos aufnehmen, sondern auch so 4 Sekunden lange Mini-Videos sozusagen, und dann könnt ihr hier nicht nur so langweilige Fotos haben, sondern auch so Teilvideos, aus denen ihr dann entsprechend ein längeres erstellen lassen könnt. Dazu müsst nicht ihr irgendwie lange rumbasteln, sondern ihr könnt dann sagen, hier bei den Apps, muss ich mal kurz schauen, ich glaube unter Media, nein, ups. Ich kann natürlich den Namen ändern. Productivity vielleicht. Na, auf jeden Fall, es gibt eine App, die erstellt euch dann hier schön ein Video von alleine. Das kennt ihr allerdings auch schon vom HTC One, das wir auch schon im Test hatten. Das ist eigentlich eine sehr coole Funktion. Wir sehen können, wir haben nicht zu viele Apps vorinstalliert, aber die installiert sind, sind hier schön in Ordner geordnet. Zum Beispiel bei 7 Digital können wir Musik kaufen, TuneIn Radio, bei Kamera waren wir gerade, YouTube natürlich und so weiter und so fort.
Galerie, Facebook, Twitter. Ich finde, es könnte noch etwas mehr Apps draufpassen hier auf den Screen. Wir haben hier nämlich recht viel Abstand, also ruhig vier könnten auch in einer Reihe sein. Aber HTC hat sich wahrscheinlich überlegt, dass man so am leichtesten die Sachen trifft. Und übrigens auch mit relativ einer großen Hand komme ich auch noch hier wunderbar an alle Apps ran, wenn ich so ganz hier geschlossen halte. Ich kann es natürlich auch ein bisschen freier hier halten und dann komme ich auch noch oben hier wunderbar ran, obwohl ich meinen Finger hier unten zum Abstützen hernehme. Ich habe allerdings, wie gesagt, recht große Hände. Normalerweise benutze ich auch größere Smartphones eher so, dass ich sie nicht unten noch festhalte, sondern dann komme ich auch wirklich überall ran, auch wenn sie noch größer sind. Aber natürlich ist das jedem selbst überlassen. Wir haben noch einen Kid-Mode, das heißt, wenn ihr das Smartphone auch mal den Kindern geben wollt, können sie es auch benutzen, kommen dann allerdings nicht an eure Sachen ran. Das seht ihr hier oben ganz schön. Ihr könnt dann nämlich festlegen, welche Apps sie benutzen können, beziehungsweise an was sie rankommen und was sie nicht rankommen sollen. Das ist sehr schön und eigentlich auch ganz praktisch, ist aber von der Firma Zoodles, also nicht von HTC direkt. Productivity Tools haben wir alles hier übrigens vorinstalliert, das habe ich nicht selber drauf getan. Die Dropbox, Polaris Office, Task, PDF Viewer, wobei ich glaube der KeyVPN ist von einem Kollegen, der das hier benutzt hat. Und bei Tools haben wir sogar den Flash Player mit dabei, das Wetter, eine Flashlight, einen Voice Recorder und wir sehen schon, könnt schon, beim Flashlight ist es hier sofort an. Ich muss nur hier einmal drücken und ich kann drei Helligkeiten einstellen. Das sieht man hier glaube ich ganz schön, wenn ich jetzt ausmache, bisschen mehr und noch mehr. Also das sind so HTC übliche Mini-Apps, die gibt es allerdings schon sehr lange hier mit dabei. Und auch sowas wie den Calculator kann man natürlich hier benutzen. Wenn ich das Ganze flippe, haben wir ein bisschen mehr Funktionen. Also es ist einiges vorinstalliert. Ich habe unter dem MX Video Player normalerweise nur deswegen drauf, damit ich hier die Inhalte sehr schön anschauen kann. Da werden übrigens auch die Zoe's dargestellt und hier haben wir nochmal dann das Video, wo ich dann hier die Bildschirmhelligkeit auch sofort einstellen kann, indem ich hier links hoch und runter scrolle. Also minimale Bildschirmhelligkeit, maximale Bildschirmhelligkeit und übrigens auch in der prallen Sonne kann man das Gerät sehr gut benutzen. Das haben wir gestern probiert und ihr könnt entsprechend ein Beispielvideo dazu auf Endeavil TV sehen in unserem YouTube-Channel, wo wir dann schön in Konkurrenz zum iPhone 4 und anderen Produkten, die wir übrigens gleich auch noch ins Bild halten, das Produkt hier zeigen, wie sich das verhält. Spielen wir mal eine Runde mit dem HTC One Mini und derweil, während das hier lädt, kann ich noch kurz erzählen, dass die Akkulaufzeit eigentlich auch sehr schön ist. Wir sehen können, wir sind zwar gerade im Airplane-Mode, weil wir nicht keine SIM-Karte drin haben oder reingesteckt haben, aber 1,5-2 Tage könnt ihr damit auf jeden Fall arbeiten. Ich habe es natürlich auch mal mit der SIM-Karte probiert, lässt sich wunderbar mit dem Gerät arbeiten. Ich habe dabei aber immer nur 2G Internetverbindung an, nicht 3G. Also Edge genügt mir völlig für E-Mails und so weiter und entsprechend, ja, also länger als einen Tag solltet ihr schon über die Runden kommen, wenn ihr nicht der super mega Aktivnutzer seid, heißt, jetzt müssen wir hier kurz das Video abwarten, solange ihr nicht zu viel im WLAN seid, ständig nur Videos schaut und nur Musik hört, wobei Musik hören auch super lang eigentlich geht. Solange das Video hier abspielt, weil ich das Spiel noch gar nicht gestartet hatte vorher, nehme ich jetzt mal mein Apple iPhone 5 und halte es daneben, damit ihr so ein bisschen Vergleich kriegt in der Größe, wie ihr sehen könnt. Eigentlich ist das HTC One Mini, ich halte es ein bisschen höher, HTC One Mini nicht viel größer wie ein iPhone, ein bisschen höher, vielleicht einen halben Zentimeter, aber in der Dicke auf keinen Fall viel dicker. Vielleicht sogar etwas dünner, also von der Kante her, aber ansonsten natürlich, weil da ein großer Akku noch drin ist, dann nicht wirklich. Und wenn wir es so ganz vorne drauflegen, seht ihr wirklich, das ist kein großer Unterschied zu einem iPhone hier. Das Produkt, was die Maße angeht, also daran soll es nicht liegen, dass ihr das hier jetzt nicht verwenden wollt. Jetzt habe ich ausgesehen anscheinend das Spiel geschlossen, weil das iPhone das hier wahrscheinlich unten berührt hat. Ansonsten haben wir noch andere Produkte hier im gleichen Preissegment. Jetzt muss ich wieder das Video abwarten. Das Huawei Ascend P6 hat ein 4,6 Zoll Display, nicht 4,3. Heißt allerdings, wir haben keinen Boom-Sound mit dabei, den ich auch noch gleich demonstrieren muss. Wiederum deswegen aber ein recht dünnes Gerät, hat glaube ich aber auch einen 2000 mAh Akku. Ich halte es mal jetzt so nebeneinander, damit das Spiel nicht wieder zugeht. Ihr seht, alles eigentlich sehr schicke Geräte, kosten beide 450 Euro im UVP. Das hier hat allerdings glaube ich auch kein NFC, genau, kein Wireless Charging, aber noch ein Micro SD-Kartenleser, wie den HTC hier leider nicht verbaut hat. Das finde ich sehr schade, das ist ein Minuspunkt schon mal von mir. Dann haben wir noch einen Sony Xperia SP, kostet 350 Euro aktuell oder 320,
UVP lag allerdings, glaube ich, auch bei 400, 450, sowas rum. Und ihr könnt sehen, auch in der Größe hier wieder exakt gleich eigentlich. Was allerdings sehr schön ist bei dem Sony noch, dass wir auch hier 4,6 Zoll Display haben. Die Kamera ist nicht ganz so gut, auch wenn sie ein bisschen größer scheint. Aber mit 8 Megapixeln kann man zwar schicke Bilder machen, aber die Videos sind dann nicht ganz so schön. Beziehungsweise die Softwarefunktionen sind auch nur Standard Android, die hier eigentlich installiert sind. Und das Display, wie ihr sehen könnt, eigentlich auch ganz andere Klasse, etwas dunkler. Ich könnte jetzt hier auch das Spiel starten, aber die Farben sind doch hier auf dem HTC ein bisschen schöner, würde ich jetzt mal sagen. Allerdings, Sony hat nur außenrum Metall und ansonsten Plastik. Der HTC genau andersrum, nur außenrum Plastik und sonst überall Metall bis aufs Display. So, ich habe jetzt leider kein Samsung Galaxy S4 Mini da, allerdings ein S4, damit wir ein bisschen die Größe vergleichen können. Ich nehme jetzt die Hülle mal nicht ab, macht es ja nicht unbedingt viel größer. Wie ihr sehen könnt, ist es allerdings doch um einiges größer. Also in der Höhe nicht unbedingt, aber so insgesamt, wenn man von vorne einfach drauf schaut, gibt es dann doch Unterschiede. Und ansonsten natürlich Dicke und so sind alle Smartphones mittlerweile so ziemlich ähnlich. Und das kostet dann natürlich auch um einiges mehr, das Samsung Galaxy S4 mit 500 bis 600 Euro. Deswegen nicht unbedingt zu empfehlen. Und jetzt können wir hoffentlich endlich mal bald anfangen zu spielen. Ich muss jetzt hier noch ein Alter angeben, das vielleicht glaubwürdig zu sein scheint. 15, sagen wir mal, bin ich jetzt, wenn ich 98 geboren wäre. Und das ruckelt jetzt hier noch am Anfang ein bisschen, so wie ich gerade gesehen habe, aber ich glaube, das wird bald ein bisschen besser und die Grafik ist einfach sehr, sehr, sehr schön, wie ihr sehen könnt. Läuft auch flüssig und das Spiel spielt auch ein bisschen von alleine, so wie ich so ein bisschen sehe, aber das ist ja nur das Tutorial, deswegen ja, soll man wahrscheinlich noch nicht allzu schnell sterben. Und ja, ihr merkt, also das ist auf jeden Fall schön schnell, flüssig und man hat absolut keine Probleme, hier damit zurechtzukommen. Was die Bedienung angeht, ist übrigens auch sehr einfach, wie ihr merkt. Einfach nur links, rechts, oben, runter und ansonsten Home und zurück natürlich auch entsprechend, wenn ihr aus der App raus wollt oder auf den Homescreen wollt. Wenn wir lange auf der Home-Taste bleiben, geht jetzt Google Now auf. Das könnt ihr allerdings auch umstellen, damit ihr zum Beispiel auch die letzten Apps hier, wie ihr sehen könnt, auch erkennen könnt. Und ich weiß gar nicht, ob ich, genau, die kann ich auch zumachen, indem ich die einfach so nach oben schiebe, wie ihr sehen könnt, ohne weiteres. Das ist dann HTC spezifisch. Das Wetter wird übrigens angezeigt, aber ich kann natürlich das Widget hier auch wegmachen, wenn ich will. Und je nachdem auch andere Widgets hier auf den Screen hier setzen, wenn ich möchte. Brauche einfach nur lange drauf bleiben. Und dann hier durch die Liste scrollen. Auch ein FM-Radio ist mit dabei. Sehr schön. Könnte ich sogar auch ein Widget auf den Homescreen legen. Facebook-Knöpfe und so weiter. Eigentlich so ziemlich Standardgeschichten. Auch Google Now und sowas. Alles möglich. Und das Dashboard, Data-Dashboard beziehungsweise Power-Control könnte ich auch hier alles auf den Screen legen. Alles ist sehr schön und customizable, also hier an die Person anpassbar. Ich könnte hier vor allem auch noch mehr als drei Seiten anzeigen lassen, aber ich glaube, das ist jetzt völlig genug und das lösche ich jetzt hier auch gleich mal wieder, beziehungsweise ich kann es ja mal kurz hier runterziehen, dann seht ihr hier, wir haben ein paar Updates, die gerade passiert sind und ich kann hier auf diese neuen kleinen Knöpfe hier klicken und dann sehe ich auch gleich, dass ich die Bildschirmhelligkeit hier auch auf automatisch stellen könnte. Settings, Bluetooth, WLAN, Airplane Mode, Auto Rotate, mobile Daten an, aus, Wi-Fi, Hotspot und so weiter. Und überall, wo drei kleine Pünktchen mit dabei sind, kann man auch ein neues Fenster damit aufmachen und dann entsprechend die Sachen auch einstellen. Zum Beispiel, dass ich, wenn ich Roaming habe, einen Sound haben möchte. Und wenn wir schon bei Sound sind, dann gehen wir jetzt einfach mal auf YouTube und hören uns ein bisschen Musik an. Dazu benutze ich jetzt mal den Standard HTC Browser. YouTube.com. Denn wir wollen natürlich die Mobile, also die Speaker hier ausprobieren. Was für ein Lied gebe ich da einfach mal ein? Ich gebe mal Friday ein. Mit Rebecca Black. Ich weiß, es ist ein bisschen kitschig, aber eigentlich kann man es in Deutschland auch, glaube ich, hören. Das hat bis jetzt nicht funktioniert. Ich drehe es einfach mal, da müssten wir Fullscreen bekommen. Vielleicht die Lautstärke auch hoch. Es ist sogar Freitag, fällt mir gerade ein.
Also auf jeden Fall, die Lautsprecher sind super. Schön stereo und schon laut. Und endlich ist das Video schlechter, wie ich es in Erinnerung hatte. Gut, also ich hoffe, der kleine Test mit dem HTC One Mini, habt ihr das Wortspiel gemerkt, hat euch gefallen. Was mir gerade noch eingefallen ist, dass ich die Frontkamera noch gar nicht gezeigt habe, obwohl ich mich gerade frisch rasiert habe, meine Haare stehen noch nicht ganz. Aber ja, ihr könnt auch sehen, die ist auch HD, ich muss das gar nicht so weit weghalten und ihr könnt auch hier sogar fast schon bei meiner Kamera hier die ganzen Daten ablesen, denn die ist so gestochen scharf. Also die Frontkamera auch wirklich genial. Man sieht gar keinen Unterschied, wenn ihr jetzt hier ein Foto machen würdet oder auf der Rückseite. Von daher, also ich hoffe, der Test hat euch gefallen mit dem HTC One Mini. Mir hat das Gerät auf jeden Fall gefallen. Durchaus eine Kaufempfehlung abzugeben, wobei ich bei 400 Euro noch nicht unbedingt zugreifen würde, bei 300 dann vielleicht, denn das ist das, was die technischen Daten entsprechend hergeben. Leider fehlt mir hier NFC, ein Micro-SD-Kartenleser, das sind die zwei wichtigen Sachen. Wireless Charging nicht so wichtig, aber vielleicht gibt es auch Leute, die das gerne hätten. Aber ansonsten durchaus ein rundum gutes Paket. Es ist noch ein bisschen groß für ein Mini-Smartphone. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht HTC diese Home-Taste hier hinlegt, die Zurücktaste dahin legt und das HTC Logo hat ja durchaus noch hier oben Platz. Das wäre vielleicht noch eine praktische Ergänzung, damit es mal ein bisschen kleiner kriegt, denn es ist eigentlich so groß wie ein 4,6 Zoll oder ein 4,7 Zoll Produkt hier, wie ich euch schon vorhin gezeigt habe. Von der Größe her fast schon, von daher HTC könnte Mini ein bisschen in der Größe auch etwas ernster nehmen, nicht nur was die technischen Daten angeht. Mein Name ist Waleska, das war der Kompletttest, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.